Ja, Jürgen, im Hintergrund ist das Stadion noch leer. Das wird morgen Abend gegen Trier anders aussehen. Zum Spitzenspiel erwartest du die Eintracht. Was erwartest du vom Spiel? Ja, ich glaube schon, Eintracht ist ein starker Gegner. Ja, wir haben sehr gute Einzelspieler auch dabei und ja, sind mit vorne in der Spitzengruppe, sage ich mal. Haben einige Spieler auch, die auch in der Regionalliga schon Erfahrung hatten. Von dem her denke ich, ja, wird es schon ein schwierigeres Spiel wie die letzten Spiele. Und wir werden einfach noch mehr gefordert werden und auf das müssen wir einstellen. Bisher, auch wenn ziemlich viel Arbeit dahinter steckt, haben wir die Spiele immer souverän gelöst. Freut man sich dann auf einen, ja, ich sag mal so einen Härtetest? Ja, ich glaube, für die Spieler ist natürlich auch ein gutes Spiel. Jetzt sage ich mal Eintracht Trier, man weiß, die haben eine gute Mannschaft. Man kann sich mit den Besten der Liga messen und so. Das ist ja auch, was wir wollen. Und ich denke mal, auch die Kulisse wird etwas mehr sein. Und ja, ich denke, das ist dann ein tolles Spiel und ein interessantes Spiel für alle. Wir haben mit Patrick Lienhardt und Christian Teltsch auch zwei ehemalige Trierer. Ziehst du die da zu Rate oder spielt das keine Rolle, da Trier ja auch einen ziemlichen Umbruch hinter sich hat? Ja, natürlich spricht man mit denen, aber wie du schon gesagt hast, sind ja viele neue Spieler auch dazugekommen, ja. Und mal sehen, ob sie noch den einen oder anderen Tipp haben. Aber wir haben sie auch beobachtet und wissen, wie sie spielen. Und von dem her, denke ich mal, sind wir so gut vorbereitet. Wichtig wird wieder sein, ja, dass wir ans Limit gehen, an unsere Leistungsgrenze. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch gegen Trier gewinnen. Wie ist aktuell so die Stimmung in der Mannschaft? Wir haben jetzt mit Trier, Wiesbach, Pirmasens, dazu kommt noch der Pokal und in 4 Wochen dann auch noch Engers. Wir spielen gegen die ersten 5 der Tabelle, inklusive uns. Ist da die Stimmung ein bisschen anders in der Mannschaft? Nein, die Stimmung ist sehr positiv, ja, konzentriert, aber locker, ja, so wie es sein muss. Und das muss auch die nächsten Spiele so sein. Ja. Warum sollen wir jetzt da uns nervöser werden oder sonst was? Haben wir gar keinen Grund dazu. Ja, wir freuen uns auf die Spiele. Ja, das haben wir uns irgendwo auch verdient jetzt, ja, durch die ganzen Erfolge in den letzten Wochen. Und das wollen wir natürlich so weiterführen. Morgen Abend werden auch ein paar Zuschauer mehr erwartet als sonst. Trier wird auch, denke ich, eine ordentliche Anzahl mitbringen. Wie sehr kommt es morgen auch auf die Zuschauer an? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir tolle Unterstützung haben, ja, wie auch die letzten Wochen. Ja, natürlich hoffen wir, dass wir noch mehr Zuschauer haben. Ja, Trier bringt auch einige mit, aber ich hoffe schon, dass wir dann in Überzahl unsere Fans sind. Und wir dann, wie gesagt, gerade so Spiele, wenn sie vielleicht ein bisschen enger sind, ist natürlich wichtig, dass wir den 12. Mann, die Fans hinter uns haben und vielleicht noch den Unterschied dann ausmachen.